So, willkommen zurück zu Hexen 2. Wir befinden uns immer noch in der Welt Septimus und haben das letzte Mal sehr viele Sachen gelöst, rätseltechnisch, naja, vielleicht auch nicht. Aber haben wir das nächste Rätsel, ja, mit irgendwelchen Pfeil oben, rechts runter, Und ich würde sagen, die 3 ist runter, also hoch, hoch, rechts, runter. Wie hoch, rechts, runter? 3 ist runter. Oh, verdammt. Spinnchen einfach angeschlichen. Mistviecher, er macht nichts, wir haben einen Hammer. Funktioniert auch im echten Leben. So, jetzt mal kicken. Oh, wir müssen jede Menge. Die dürfen wir nicht einsammeln eigentlich. Das ist die 2. Shit. Hoch, rechts, runter, oder? Ne, rechts, hoch, runter. Verdammt. Echten Gehirn. Also runter ist schon mal richtig. Hoch, rechts, runter. Okay. Also einfach eine... Ne, wie bei nicht nehmen. Nein. Street Fighter 2 war dann nach rechts. Na komm. So. Hier ist betätigt. Jetzt das erste noch auf hoch. Ja. Hammer und Arm ist immer länger als deine widerlichen Piekezähnchen da vorne. Better set. Torpedo. Dann machen wir gleich mal. Ach komm, gehen wir einfach weiter, oder? Ja, wir haben den. Die. Was haben wir da eigentlich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach ja, ein Zepter oder so. Fehlt noch eine Krone für die Heldenhalle und irgendein Rubin. Was war das nochmal? Ja, wie ich es mir dachte, der Boden. Oh, okay, so habe ich mir das jetzt ehrlich gesagt nicht vorgestellt, aber okay. Wir versuchen einfach mal ganz dumm. Ja, ne, natürlich. Ist das meine. Nicht Rorschach? Die Krone des Verteidigers. Der ist tot. Der ist ja richtig dumm. So, geklickt haben wir es. Heißt, da hinten ist jetzt offen. Und das hier wird wahrscheinlich dann. Genau, das wird das hier aktivieren. Abtauchen bringt hier nichts. Gut. Dann wird irgendwie das Wasser viel Zeug. Ich höre es doch genau. Genau, da ist es. Oh oh. Da schießt uns jemand leicht in den Rücken. Ist aber auch ein bisschen Mana wieder. Bei dem abprallenden Schuss natürlich immer schöne gerade Ecke. Suchen. Ach süß. Ein geflügelter Affe. Na? Der hat wohl gesessen. Da gibt es noch mehr von denen. Ja? Zeig dich. Stehen du Lump. Ach, da ist er. Ja, das finde ich immer noch schön. Ich weiß nicht. Eiskristall-Gegner, die haben schon was. Boots of Speed. Naja, braucht natürlich eigentlich kein Mensch, aber naja. Schon wieder sind Dickerchen da oben. Naja, dachte nur. Ach nö. Ob das eine gute Idee ist. Boah. Auch nicht doch. Okay. Wir haben die Superkraft, von daher ist eigentlich ganz super. Aber wenn sie sich nicht zeigen, ist natürlich nicht so super. Ah, da jetzt. Komm, mach! Against the rain. Ja, ja. Verdammt! Das ist noch mehr von der tollen Kraft. Von der wollen wir noch was abhaben. Ach, halt mal, hier ist ja der Anfang. The doors barred from the other side. Okay, dann müssen wir also irgendwie da reinkommen. Vielleicht so. Ja. Und haben die Krone. Sehr gut. Jetzt haben wir beide Teile. Aber wir haben uns hier da irgendwie reingeschlichen. Ich hoffe mal, dass wir überhaupt noch zurück können. Weil wir sind ein. Naja, wir haben so ein Chaos-Device benutzt.
Aber dass wir uns damit selber ins Ausschießen? Hm, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ja, dann wieder eins von den Dingern. Mit denen kann man sich zum... Ja, zum Eingang, aber offensichtlich auch zu einem anderen Eingang oder Ausgang beamen. Das macht es nicht unbedingt... Naja, vielleicht habe ich keinen Rückweg mehr, weil die Tür ist zu. Wenn das der Fall ist, haben wir ein Problem. Muss mal gucken, was ich da mache. Vielleicht muss ich dann krass Hexen und muss uns irgendwie durch die Wand teleportieren oder so. Ah, a reward awaits in the Temple of Mars. Also die nächste Belohnung wartet auf uns. Wir haben ja schon mal eine gefunden. Schick. Schicker Gruß. Guten Tag. Ach ja, die haben wir reichlich benutzt. Von der Seite ist nicht viel. Das ist wahrscheinlich auch der Trick, ne? Wenn man auf die andere Seite getaucht wäre, wäre es ein bisschen unangenehm geworden. Obwohl, können wir einfach mal testen. Vielleicht öffnet sich es auch, wenn man dahin fährt, fliegt, schwimmt wieder. Na, zumindest kann man Luft holen. Das ist ja schon mal. Das ist ja schon mal was. Hier muss man nichts draufpacken, nein? Hoffentlich. Genau. Ja, das sieht alles schick aus. Ist ganz nett, aber wie gesagt, die Ägypten-Geschichte, die fand ich dann doch noch einen Hauch besser. So, wir haben jetzt auf jeden Fall beide... Hier waren wir, ne? Genau. Und da sind wir hier lang, auf jeden Fall. Ach richtig, habe ich hier aufgeräumt wegen Holy Strength. Und wenn man schon so super stark ist, dann muss man auch die Zeit... nutzen. Hier haben wir aber alles geholt, nehme ich an. Ja, die muss ich immer benutzen, die Teile. Genau, hier gab es das Zepter oder was auch immer. Krone und Zepter haben wir. Jetzt können wir also zurück in die Heldenhalle. Und dort können wir dann weitermachen, hoffe ich. Also auch, dass wir wieder zurückkommen. Das war nämlich gar nicht mal so schlecht. Das war hier, oder? Alignment is key. Hall of the Heroes. The Hall of Heroes, wie auch immer. Ah, was machen wir da? Ich kann nur hoffen, dass die beiden Türen da vielleicht geöffnet werden oder so. Genau, hier, die Tür müsste eigentlich noch zu sein, ne? Only the charitable shall pass. Ja, auf der anderen Seite hätte ich was reinlegen müssen. Ein paar Sachen hingeschmissen. Oder kann ich da vielleicht vom Balkon springen oder so? Sieht nicht so aus. Ja, wieder volles Mana da hinten. So, einmal. Zweimal. Also Krone und Zepter und wir kommen wohin? Zum Tempel des Mars. Fortune awaits those who search. Fortune awaits those who search. Hat das was mit dem nächsten Bereich zu tun oder mit dem hiesigen? Fortune awaits those who search. Die was suchen? Was ist das? The Baths of Demetrius. Vielleicht, dass man die Bäder an... Da waren wir gerade, okay. Naja, 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 naja. Wir müssen nämlich da hoch, genau. Oder muss er da auf die Dinger springen? Was meint ihr mit Besuche, der findet? Und vor allem ist das hier oder ist das im nächsten Bereich gemeint? Ich weiß es nämlich nicht. War bei Quake gerne mal der Fall, wo man einfach unter den Fahrstuhl mal kicken musste. Und plötzlich, hier sieht meiner an, ging es da weiter. Ja, die können wir natürlich wieder nicht nutzen, ist ja wieder logisch. Aber jetzt wollen wir doch mal in diesen Bereich gucken. Den haben wir schon wieder vergessen.
Your quest is nearing an end. Prepare to tremble before the onslaught of war. Wie bitte? The reflection pool. Ja, aber ich habe jetzt nicht allen Ernstes eine Abkürzung genommen durch den Chaos Device. Tja. Ja, was ist das? Au. Knallsaft. Okay, dann warten wir erstmal ab. Verpassen wir ein paar mit dem Hammer. Vom Hammer der Glückseligkeit. Beziehungsweise Hammer der Erleuchtung würde hier am meisten passen, ne? So. Ah, Hexen 1 Musik. Ja. Wer lacht? Ah, ich verstehe. Vielleicht machen wir alle Platz. Ach Mann. Nicht in den Lauf schießen, das muss doch nicht sein. Ja, wir haben auf jeden Fall eins frei. Ja, das fährt runter, aber wie? Wo ist der Knopf? Wo ist der Schalter? Komm. Wir benutzen es einfach mal. Ich glaube nicht, dass ich noch 9 Stück von den Dingern brauche, um mich hier irgendwie zurechtzufinden. Ich hoffe wirklich, dass wir da nicht übersprungen haben. Übersprungen ist gut. Das habe ich ja davor schon gemacht, aber in dem Fall halt, ne? Mit einem... Was macht das für Geräusche? Klingt wie irgendwelche Fallbeile. Na, das wird ja noch witzig. Gut, das hätte ich gerne. Aber jetzt will ich nochmal schauen. Ja, okay, der da oben ist tatsächlich noch da. Dann will ich mal alle Mana jetzt schön verheizen. Oh, neue böse Hexer. Das war so klar, oder? Na? Toll, auch den letzten Schuss getroffen, der Sack. Oh nein! Habe ich getroffen? Nein, habe ich nicht. Das ist nicht so richtig. Alles klar. Na, das war ja nicht so schwer. Interessante Wände. Wenn man da hochkommt, wahrscheinlich von da oben irgendwo, ne? Ja, da hätte ich mir wirklich die... Verdammt. Da hätte ich mir wirklich bessere gewünscht. Verdammt, was mache ich denn? Wieso konnte ich das überhaupt aufnehmen? Ach, wahrscheinlich bald bis... Nee, warum? Rüstung? Hier ist auf. Und Stähnchen. Ja, nicht wirklich. Die sind ganz schön krass, diese... dummen Krabbler. Die hauen mich ganz schön übel rein. Ja, das bin ich unbedingt, aber... halten einiges aus. Gut. Hab ich davon? Wie viel habe ich davon? 30 Stück. Ja, kann man mal so einwerfen. Werfen in einem Kampf. Ja, das bleibt natürlich nicht ewig. So. Ja, ich sehe auch nichts. Das macht aber nichts. Ich will mal ein bisschen speichern. Jetzt wieder mal irgendwas passiert. Your Perseverance is now rewarded. Ah, toll. Wahrscheinlich kann ich nichts davon einsammeln, oder? Okay, das ist natürlich schlecht. Chaos Device. Ja, du hast ja den ganzen Ärger erst eingebrockt. Aber ich schätze mal, bei dem müssen wir wirklich die ganzen
ja, was nutzen? Wahrscheinlich die Viechers. Aber vielleicht soll ich nicht zu viel wagen, denn es kann ja sein, dass der nach dem Krieg noch der Eidolon kommt. Denn wir müssen noch den dritten Reiter platt machen. Eidolon ist ja der letzte der Schlangenreiter. Aber das sieht so aus, als ob da noch ein Level drin ist bei 150.000. Ja, jetzt brauche ich mal so ein göttliches Licht. Oder was auch immer. Na, haben wir schon mal gesehen, dass es da plötzlich Licht gab. Ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass es was damit zu tun hat. Und dieses Revivification. Genau, da haben wir auch die wahrscheinlich Fallbeile. Und was ist das hier eigentlich? Kann ich da so drüber springen oder so? Ja und nein. Und hoch. Ich wollte es gerade einsetzen, aber wenn ich jetzt eh die anderen Sachen bekomme, dann, naja, warum nicht? Interessant. Ja. Von mir aus? Och nö. War ja klar. Der Sack direkt in die Ecke biegt. Na? Na, ein bisschen? Oh, komm. Feiges Schwein. Level 10. Richtig gut. Bam. Und tschüss. Wir haben Holy Strength. Was ist da noch? Den Sonnenstein. Okay. Sonnenstein. Ah, Sonnenstein macht wahrscheinlich Energie. Und wenn du meinst, läuft. Sonnenstein. So, 183 ist unsere maximale Magie. Ich nehme mal nicht. Boah. Aus dem Nichts angesprungen von so einem Mistvieh. Only one more Togo. Tja, da muss ich da rüber. Das ist schon aktiviert. Sonnenstein. Okay. Löwen fragt sich, wohin sonst noch? Also hier könnte ich ja ein bisschen weiter. Guck mal, kann ich da hochkriechen? Ja und nein. So eine Vorahnung, was gleich mit mir passiert. Okay. Na, von mir aus. So, das hatten wir. Aber ich muss noch auf die. Da oben muss ich noch irgendwie hin. Oder was? Aber wie? Das führt ja nur nach dort und da ging es nicht. Ja. Doch, da ging es bald. Was? Ist komplett verrafft. Ja, offensichtlich. Nein. Ein Spinnchen machen wir mit dem Hammerblatt. Und nicht mit unserer super teuren Waffe. Wir haben Sonnenstein und Schattenstein. Okay. So. Ja, auftauchen bitte. Ja, ja. Da bleibt kein Auge trocken. Und den zweiten. Sequence complete. Ja gut. Ob man das jetzt wirklich gebraucht hätte, ich weiß nicht. Ah. Ja, offensichtlich schon. Hier geht's weiter. Verdammt. Okay, kurz mal erschrocken. Heavy. Lach nicht. Ja, lach nicht. Nicht schweben. Ja, wir sind sowieso sehr lustig drauf heute.
Zeig dich. Ach. Zeig dich und bleib. Alles klar. So, Sonnenstein, Schattenstein, was gibt's jetzt noch? So, Mittelding, Stein, Halbschattenstein. Oh, Voidstone, klar, die Leere. Die darf natürlich nicht fehlen. Oder was? Also jetzt habe ich 3 Steinchen. Wahrscheinlich brauche ich 4, oder was? Nehme ich doch mal ganz stark an. So, die sind mir zu dunkel, die Ecken. Also direkt eine weitere Fackel ausgepackt. Die halten, wie ich finde, aber nicht wirklich lange, ne? Dieses komische, magische, heilige Licht oder was das da um einen rumschwirrt, ist wesentlich effizienter. Hm. Wie bitte? Achso, ja. Euch krieg ich. Nee, krieg's nicht. Aber auch schon vorbei. Naja, gut. Naja, man kann es natürlich auch einfach machen. Man muss es nicht immer kompliziert machen. Knüppel die einfach immer weiter zurück. Aber, hat man, glaube ich, gemerkt, die... Lassen wir es mal bei einem. Die werden immer häufiger, finde ich. Oder vielleicht kommt es mir nur so vor. Ich würde schon sagen, die sind häufiger. So, lassen wir ihn mal hier antanzen. Ach, der ist er schon. Halt! Ach, hat doch einer von denen Holy Strength gegeben. Das wäre wahrscheinlich eh jetzt vorbei. Aber wie ich finde, sie kommen schon relativ häufig, die Geschichten mit dem Holy Strength. Relativ häufig. Natürlich jetzt ins Vorführeffekt nicht. Aber das ist ja auch nicht anders zu erwarten. So, den locken wir auch noch an. Aber knüppeln ihn mal hier kaputt. So, bitte mal folgen, weil die natürlich... Na, die KI ist natürlich noch cleverer als wir. Nee, ist da unten. KI. Was ist das? Hat er mich gerade irgendwie mit dem Bogen hoch angehoben? So, doppelter Schaden ist doppelter Spaß für mich. Und darum geht's doch. Vielleicht ein bisschen egoistisch, aber man kann ja nicht immer sozial unterwegs sein. Ah, 3 Steine. 3. Genau. Two more to go. Noch einer und Sequenz komplett. Das ist aber nicht, oder? Das ist der Chef. Oh Mann. Wieso ist das so kurz? Ich glaube, ich habe wirklich was über... Aber muss nicht sein, ne? Ich würde sagen, gleich mal die Glyphe der... was auch immer aktiviert. Schade, dass ich die nicht einsetzen kann. Fette Rüstung haben wir. Wir haben alles auf Max. Okay, dann wollen wir mal. Jetzt kommt der Krieg. Ich speichere es hier einfach mal, weil ich glaube, der ist richtig unangenehm. Genau, der schießt doch irgendwie eine ganze Batterie an Scheißdreck auf einen. Oh oh. Bin nicht so guter Dinge. Ich könnte auch die ganzen Bomben mal loswerden. Vielleicht zu Beginn. 50 von den Bomben mit der ersten Unverwundbarkeitsglyphe. Sag mal, 6 Stück davon. Und warum kriegen wir die beim Gegner? Ich glaube, man kann es sich denken. Oh, hängt fest. Verdammt. Moment. You have acquired the glyph of... Ja. Autsch. Halt. Boah. Ja, man merkt schon, der ist ein bisschen krass unterwegs, der Junge. Kann man den Ovidomancen? Oh nein, ich bin selber ein Schweinchen. Ein Schäfchen. Ja, wie süß. Nicht wirklich. Okay. Hausmann should have quit, while he was... has he had... Was? He has a head. Okay. Wo sind denn die Bomben? Da? Und schon ist vorbei. Versuchen wir das mal so. Um genau dran zu stehen, scheint ein bisschen zu funktionieren. Ich hoffe, ich mache hier den doppelten Schaden.
Oh nein, da fliegt einiges hinter mir her. Utsch. Ah, vielleicht ist... Oh, sehr gut. Das ist der gute Krieg aus dem Pferdchen. Naja, gewesen. Mohaha. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Once again, you are victorious, and once again, you're magically teleported in another to another realm. Still, something is not right. You have a feeling of déjà vu. What sort of vile trickery is this? You've returned to the land of Black Marsh, where you first began this heroic adventure. This entire time, while you hunted down and destroyed the Dark Generals, you were within leagues of the darkest heart ever to stalk humanity. With a renewed vigor, you begin what might be the hardest test of your life. But the question remains, can Eidolon be defeated in his lair? There's only one way to find out, and knowing this, you begin the last part of your adventure. Okay, es geht zurück. Interessant, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, also wir werden wieder mal weg. Magischerweise werden wir wegteleponiert in ein anderes Reich. Aber was ist das? Wir sind wieder in Black Marsh. Ne? Jetzt sind wir losgezogen, haben in allen Reichen die platt gemacht. Wir sind aber wieder zu Hause. Ja, wie kann das denn sein? Ja? So nah und doch so fern oder was? Ja, und jetzt beginnt dieser... Die Frage ist, können wir Eidolon über platt machen in seinem eigenen Zuhause? Ja, es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und jetzt, wo ich das weiß, ja, der gute Crusader Hasenmann beginnt der letzte Teil des Abenteuers. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Dann sehen wir das nächste Mal, wie es hier weitergeht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt nochmal ein komplettes Reich ist. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich wird es einfach nur das Endgegnerchen. Aber ja, wie gesagt, das... Soll das mal genug sein? Jetzt brauche ich erstmal natürlich eine Pause nach diesem krassen Kampf gegen Krieg. Hat ja ganz gut funktioniert, so ein bisschen mit... Nein, nicht mit Tricks unbedingt, aber ne, habe mir so ein bisschen den Hintern versohlt, bin immer hinter mir hergelatscht und habe halt einen Heiltränk nach dem anderen gefuttert. Aber zum Glück habe ich noch all meine 5, glaube ich, magischen Dinger. Also falls es hier wirklich noch mal zu ein bisschen mehr kommt als nur einem Kampf, wäre es ganz nett. Kann man ein bisschen aufstocken. Aber ich glaube, ich bin ganz gut dabei. Vielleicht lade ich auch nochmal den letzten und mach das nochmal. Oder hol mir nochmal schnell ein paar Gegenständchen oder sowas. Und schau den Gegner nicht beim Sterben zu. Aber egal, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Für den Moment sage ich danke fürs Zuschauen. Weil das Mikro, glaube ich, schon wieder rausrastet. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.